So, nach der Werbung ist hoffentlich der Einkaufszettel bereit. Warten Sie aber noch mit dem Einkaufen all der schönen Produkte oder der Bestellung, bis diese Sendung nach 15 Minuten zu Ende ist. Wir haben eben festgestellt, dass wir Karnevalsjecken sind, numerologisch wahrscheinlich Phänomen, denn nicht zu fassen. Das muss er jetzt. Fiona ist am 9.9.88 geboren und wurde 11 im Jahr 1999. Und dieser Mann, Dietmar Schickel, ist, dürfen wir dein Geburtsdatum verraten? Ja klar, sicher, ist geboren am 4.4.55. Genau, passt. Und ich bin am 11.11. um 11 Uhr geboren. Also das insofern, ihr nehmt mich notfalls noch auf. Was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Wir trinken einen Champagner. Wir trinken einen drauf. Das gibt mir, während ich mit angenehmen Tätigkeiten zugange bin, liebe Fiona, die Gelegenheit, dich nach den Schattenseiten deiner bisherigen Biografie zu fragen. Denn wir erinnern uns, du warst bei Heidi Klum's Germany's Next Topmodel. Genau. Bist da sehr weit gekommen, warst eine der bekanntesten, wann auch immer das ausgestrahlt wurde. 2007 warst du gut im Kopf. Fünf Jahre schon. Du hast dich nicht verändert, du bist noch jünger. Da finde ich schon. Ja? Aber ich finde eigentlich positiv, ehrlich gesagt. Sowieso, ich hatte früher noch ein bisschen Babyspeck im Gesicht. Aber, jetzt bin ich groß. Nichts Schlankheitshysterie, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Noch dünner. Und aber man sieht es noch. Wenn man 18, 17 ist, dann sieht man halt, dass man noch ein bisschen Kind ist. Wirkt es auch da schon sehr schlank, fand ich. Aber, ja, schlank ist ja aber auch was anderes, wie dass man kindlich noch aussieht, so ein bisschen. Wir wollen aber über deine Zickigkeit. Lenk jetzt nicht ab. Wir wollen jetzt über deine Zickigkeit reden. Also, du bist auch deshalb bekannt geworden, woran ich mich ehrlich gesagt kaum noch erinnere. Weil du, nennen wir es mal positiv, sehr selbstbewusst auftratst, umgekehrt aber in der Presse und übrigens auch in dem Programm selbst ab und zu mal als Zicke bezeichnet wurde. Erzähl uns, wie ist das denn? Zicke? Das heißt doch. Ist dir denn nicht gut genug? Oder was? Nein, ich wollte eigentlich schneller anstoßen. Das war der gehinderte Gedanke. Oder bist du nach wenig Alkohol schon leicht verführbar? Nein, ich trinke sehr selten Alkohol. Echt? Ja, sehr selten. Okay. Der ist alkoholfrei, der nicht, auf euer Wohl. Zum Wohl. Ja. Also, jetzt aber Zicke. Wie kam es dazu, zu diesem Image? Ist das, also, was heißt, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, ich war sehr direkt, sehr wild, sehr offen, sehr ehrlich und ich weiß nicht, woran es lag, aber man hat sich irgendwie bei mir da so ein bisschen drauf festgebissen. Mhm. Ich persönlich fand es in der Zeit ein bisschen sehr übertrieben dargestellt, aber ich meine, dass ich auch mal ein paar zickige Seiten habe, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Mhm. Aber ich bin auch eine Frau oder Mädchen. Klar. Ach, du meinst, Frauen sind immer zickig. Aber ein bisschen, Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren. Okay. Die Frau hört zu, guckt zu, auf gar keinen Fall. Nee, aber trotzdem im gleichen Zusammenhang. Mitunter habe ich ja den Eindruck, nicht nur ich, sondern auch viele andere, dass natürlich so Eigenschaften bei so einer Castingshow, speziell auch bei Heidi Klum, zugespitzt werden. Das heißt, wenn du so ein bisschen selbstbewusst bist, vielleicht ab und zu mal so zickig wie jeder andere auch, dann hast du aber irgendwann mal diesen Ruf weg. Ist das so, ist das stark auch arrangiert, jetzt konkret bei Germany's Next Topmodel? Naja, bei mir war es schon sehr, sehr zugespitzt. Das war schon ordentlich obendrauf. Aber ich meine, man braucht es ja auch irgendwie, Leute in der Sendung zu haben, die irgendwie einen bestimmten Charakter, also Charakter irgendwie vertreten und sagen, okay, das ist jetzt die Zicke, das ist jetzt irgendwie die liebe, nette, süße oder irgendwas. Das bringt ja auch irgendwie Spannung da rein. Also du bist bereit, dass wenn Dieter und ich jetzt die Guten in dieser Sendung sind, dass du die Böse, die Zicke bist? Nein, ich glaube auch gar nicht, dass man nicht mal zickig zu sein, gar nichts mit Böse zu tun hat. Nur, dass man sich vielleicht auch nicht alles bieten lässt oder so. Aber ich bin ja auch ein bisschen reifer geworden und erwachsener geworden und glaube, dass ich auch nicht mehr ganz so zickig bin. Okay. Dietmar, du kennst ja das Fernsehgeschäft auch von allen Seiten und durchaus auch von der Macherseite, von der Programmseite her. Ist das so, wenn wir jetzt mal an Fiona und übrigens auch viele andere denken, dass eigentlich die Zuschauer am allerliebsten vielleicht sogar die Kontroversen, die Polarisierenden, die manchmal auch so ein bisschen zickigen oder schrägen Figuren mögen? Also schräg bist du jetzt nicht, obwohl,
Was würdest kann du ich dir nicht widersprechen. Das ist so ganz klar. Also die Typen, die ein bisschen rausstechen, die haben natürlich ihren Charakter, die liebt man, die hat man gerne. Da kann man sich selbst ein bisschen spiegeln, weil man ja immer die Eigenschaften hat. Auch Männer sind Zicken ab und zu, so ist das nicht. Ich nehme das auch für mich in Anspruch, ab und zu so zu sein. Moi? Du nicht! Nein, bestimmt also, nicht. Gar keine Frage. Das sind natürlich die Helden, die geliebt werden, weil sie eben ein bisschen anders sind. So glatt und immer gleich bleiben, das macht keinen Spaß. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Kommen wir nochmal auf deine Erfahrung jetzt auch mit Heidi Klum zurück. Wenn du nichts Privates sagen möchtest, wie es mit der Begegnung war, dann schweige bitte stille. Aber was mich wirklich interessiert, weil es wird ja häufig gesagt, naja, die Kandidatinnen in der Show, die sehen dann ab und zu mal eine Heidi Klum, die dann so einschwebt und wieder weg ist. Habt ihr sie wirklich auch ein bisschen näher kennenlernen können oder ist das schon eher so, dass dann während des Drehs dann Heidi da ist und ihr ansonsten aber auch, sagen wir mal, viel Zeit mit euch selbst verbracht habt oder wahrscheinlich immer noch verbringt? Naja, sie war bei den Fotoshootings da und sie war bei den Entscheidungen da. Und das sagt alles, ich würde ich sagen. Es gab ja in der Sendung nicht nur Fotoshootings und Entscheidungen. Also, ja, aber okay. Das ist, also um es einfach auf den Punkt zu bringen, sie kann halt einfach auch gar nicht überall mit dabei sein, weil dafür macht sie einfach viel zu viel, dafür hat sie die Familie und dafür ist Germany's Next Topmodel ein Fulltime-Job, also von morgens bis abends dann. Aber wir konnten sie schon ab und zu mal mit ihr sprechen und mal kurz mit ihr reden. Sie hat auch mal irgendwann mal mit der Kamera sich auch mal zu uns gesetzt und mal private Gespräche zugelassen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir intensiv... Wobei wir da wahrscheinlich gar nicht meckern können, weil also ich glaube, wenn man Fernsehen guckt, man kann das immer noch wieder betonen. Wir sind echt, aber fast alle anderen müssen natürlich auch, um Spannungsbögen zu schaffen, um Dinge zuzuspitzen, müssen natürlich auch viel Show machen im wörtlichen Sinne. Das heißt, also ich erwarte nicht, dass wenn ich jetzt Heidi Klums Sendung mir anschaue oder auch deine Auftritte, dass das jetzt alles immer nur 1:1 Realität ist. Ich glaube, das wäre auch eine Illusion wahrscheinlich. Naja, man versucht natürlich immer seine besten Seiten zu zeigen. Und ich glaube, Heidi ist halt wirklich jemand, auch der sehr darauf bedacht war, bisher auch immer wirklich nur irgendwie tolle Sachen von sich preiszugeben und auch zu sagen, also bei ihr ist immer alles super und so, aber ich glaube, dass es manchmal gar nicht schlecht ist, wenn man auch zeigt, dass man ein bisschen menschlich ist und dass einem durchaus mal Fehler passieren und das macht einen, finde ich, eigentlich eher interessanter, als so jetzt ein perfektes Image vorzutäuschen, was man eigentlich gar nicht hat und irgendwann bröckelt die Fassade und hast dann ist es vorbei. Hast du Seal kennengelernt eigentlich? Nee, aber den kleinen Henry, glaube ich, war das damals oder wie er hieß, der hat immer Papa Klums Jackett vollgespuckt. Also Papa Klum ist doch der Mann, der letzte Woche sah ich ihn wieder mal mit immer noch Birkenstocks zum Smoking rumläuft. So ist das. Ja. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Oder auf die Kohle. Ich glaube, es ist eher die Kohle. Ja, ich glaube, die kriegen die gesponsert. Deswegen ist das so, aber ich weiß es nicht. Muss aber sein. Wenn wir so über verschiedene Menschen, Typen, Charakter, Persönlichkeiten sprechen, lieber Dietmar, du leitest ja nun ein Unternehmen. Da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite von Menschen. Manche sitzen da, die sehen alle so unglaublich sympathisch aus. Wahrscheinlich auch alles nur Show, nehme ich an, keine Ahnung. Handverlesen, sehr gut. Aber die Frage an dich, du hast ja auch viel mit Menschenführung zu tun, oder sagen wir besser, wahrscheinlich passt das heute besser, der Begriff, damit Menschen untereinander kommunizieren zu lassen. Was macht ihr so als Unternehmen? Auch ein kleines Beispiel außerhalb des Arbeitens. Ihr arbeitet natürlich immer, ist schon klar. Aber was lässt ihr euch, was lasst ihr euch noch so einfallen? Ja, ein bisschen was ansonsten Zirkus oder Ernsthaftes an Zeitvertreib zu organisieren? Da hast du natürlich jetzt hier deinen wunden Punkt entdeckt. Wir haben so die letzten Jahre, weil wir die letzten Jahre etwas zurückhaltender waren. Wir haben früher viel, viel mehr gemacht. Mhm. Das heißt, von wirklich angenehmen Festen, wo man gemeinsam Dinge unternommen hat, bis hin zu Bootsfahrten, die man auch im schönen Berlin oder in anderen Städten vorgenommen hat, hat man einiges vorgenommen im sozialen. Was? Wir waren noch nie Bootfahren. Wie? Beim nächsten Mal. Auch Dietmars Bootfahrten, aber auch sowieso, man sieht die Stadt nochmal ganz neu. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall. Ja. Aber erzähl. Klar, wir machen natürlich unsere Standardveranstaltungen, das heißt von den entsprechenden Firmenfeiern, die man an Weihnachten oder an den Sommerpartys oder was auch immer macht. Aber wir versuchen auch schon Gelegenheiten zu nutzen, auch mit den. Ich habe immer noch, nicht so viel, also danke. Ich will deinen Redenfluss nicht unterbrechen. Ja. Aber gerade. Trotzdem tun wir natürlich einiges, um, sagen wir mal, das Wohlfühlverhalten auch der Mitarbeiter zu steigern. Da gibt es ein paar Ideen. Und es ist einfach auch wichtig, dass die Gesamtatmosphäre im Unternehmen selbst stimmt. Das muss ein Team sein, das muss funktionieren. Die Leute müssen Spaß haben am Arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in den letzten Jahren
trotz zum Teil schwieriger Umstände für Tele Columbus rüberbringen konnten. Die Leute, die hier arbeiten, arbeiten im Regelfall gerne hier und auch gerne mit uns zusammen. Das klappt schon. Wir fragen nachher. Besser nicht, aber ich traue mich natürlich jetzt weit vor, aber es ist schon so, da weiß ich, dass also auch auf die Mitarbeiter in dieser Richtung Verlass ist, dass es die werden nicht die falsche Antwort geben. Also zumindest nach außen wirkt es so, als wärt ihr sehr schön. Vielleicht noch ein letzter Punkt, auch noch, bevor ich nochmal zu Fiona komme. Du hast ja nicht nur Tele Columbus geleitet, du bist ja jemand, der auch international sehr viel unterwegs ist, beruflich, aber auch was deine Freizeit betrifft. Statt jetzt alles aufzuzählen, gibt es ein Land, wo du sagen würdest, das ist so dein absolutes Lieblingsland, wo du dich am wohlsten gefühlt hast? Also, quälende Frage. Ne? Nein, ist nicht eine quälende Frage, ist relativ einfach. Ich liebe einfach Portugal. Das ist so, da bin ich sehr gerne und da verbringe ich auch viel Freizeit, wenn möglich, weil es ist nicht allzu weit entfernt. Ist ein bisschen rauer, ist noch nicht so touristisch überlaufen. Und ich bin dann so in die Ostalgarve meistens untergebracht und so einen schönen Fisch und Frisch, das ist schon was Besonderes, das liebt man. Und deswegen ist das mein Lieblingsland. Mit deinen schönen Augen guckst du ihn begeistert wegen Portugal. Einmal jetzt, ich weiß nicht, welche Kamera wir gerade haben. Fisch! Wo sind die Augen von Fiona? Einmal auf die Augen bitte, weil der Hammer, ne? Dankeschön. Sie können aber auch brennen. Und nein, wehen, ja, man aber frischer Fisch. Genau, ich denke ans Essen und denke so, frischer Fisch, das nicht. Wir haben jetzt nicht Champagner, aber kein Fisch. Kein Fisch, das hätten wir wissen müssen. Sauerei, aber auch. Nächstes Mal, Joe. Dein Lieblingsland, gibt es eins? Ja, mein Mann ist aus Tunesien. Und da wir häufig in Tunesien sind und dort auch meine angeheiratete Familie jetzt ist, werde ich den Teufel tun, irgendwas anderes zu sagen. Tunesien, natürlich. Wenn dein Mann ab jetzt abschaltet, was würdest du dann sagen? Na, dann würde ich mir einfach sagen, Mallorca. Weil, also nicht Mallorca, so Mallorca, wie man es kennt, Mallorca im Moment, sondern eher so früher so Cala Santa Nida, hat mein Papa früher eine Finca gehabt und wir sind dort groß geworden, also ich bin da groß geworden. Echt? Und so kleine Ecken, so wirklich mitten in der Valla Pampa, wo es noch Zisternen gibt, wo man Wasser pumpen muss und so. Das finde ich schon eigentlich ganz schön. Und so weit ist Tunesien dann auch wieder nicht. Nee, anderthalb Stunden. Ebene, genau, ich wollte gerade sagen. Genau, so schnell und wie noch mal. Und auch Tagine zum Beispiel. Tagine natürlich. Oh, und ja, ich muss natürlich auch ein bisschen immer zu Hause solche Sachen kochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die arabische Küche ist nicht ganz so meins. Das ganze Deine Scharfe. Deine Lieblingsküche ist italienisch, ne? Oder nicht? Oder doch nicht? Noch nicht mal unbedingt, ich liebe die türkische Küche, ob du das glaubst oder nicht. Also ich glaube es, ich glaube alles. Euch zum Beispiel. Also siehst du, dann sind wir mit der Bootfahrt, guck mal, dann macht mein Mann für dich Essen und du lädst uns auf eine Bootfahrt. Ja, dann muss ich schon Hummus geben vorweg. Und genau, das macht er alles. Also arabische Küche hat auch schon was, also da kann man nicht erleben. Couscous und so. Ja, natürlich, schöner. Tunesien habe ich übrigens auch frischen Couscous bekommen, das war immer das Beste, das ist schon was. Ja, können wir mal sehen. Letzte Runde, worüber reden wir eigentlich jetzt noch? Über die Medien. Was eigentlich mit dir, Joe? Das Fernsehen. Ja. Ich spiele ja keine Rolle, ich quasi nur viel, aber sonst. Nee, japanische Küche natürlich auch. Ne? Also klar. Sushi und dann aber auch alles, was es dann nicht so bekannten Sachen gibt. Fischaugen, ihr ekelt euch jetzt, finde ich köstlich. Was? Also Sushi und Fischaugen kannst du alleine essen. Ja, echt? Na gut, okay. Apropos Fisch. Ne? So, aber Fernsehen wollten wir darüber sprechen. Jetzt deine letzte große Chance in der Sendung, lieber Dietmar. Zukunft des Fernsehens, wo geht's hin? All IP, alles wird internetprotokollmäßig irgendwann abgebildet werden. Also das, was wir momentan erleben, ist so ein Beginn. Wir werden also schrittweise natürlich eben tatsächlich das Fernsehen erleben. Das klassische Fernsehen, wir sagen dazu lineares Fernsehen, was man zu festen Zeiten genießt. Aber immer mehr wird, da gibt es ja wieder so einen Fachausdruck, OTT, over the top, geboten werden, also über das Internet angeboten werden. Und in diese Richtung wird es gehen. Das wird nicht mehr allzu lange dauern und da werden immer mehr Sendungen dieser Form vorliegen. Und Stars wird es immer noch geben. Die Fionas dieser Welt, die Heidis dieser Welt. Ich glaube, es wird noch viel mehr Leute geben, die bekannt sind, weil ich glaube, durch das Internet wird sich sowieso noch viel mehr verbreiten. Und ich glaube, dass also selbst so Blogger-Mädchen oder sowas, ich glaube, die haben mehr Fans als ich oder so, weil die einfach jeden Tag irgendwelche Videos posten und Millionen von Mädels haben, denen sie irgendwelche Schminktutorials bei YouTube geben. Deswegen, ich glaube, das wird noch ordentlich anhalten. Und trotzdem, das Professionelle hat eine Chance. Ich danke euch, liebe Fiona. Danke. Du warst wirklich bezaubernd. Lieber Dietmar, dir sage ich nicht, dass du bezaubernd warst. Das macht man unter Männern. Wir jedenfalls nicht untereinander. Ganz toll. Danke für die
Zuschauerei, sag mal, nee, Quatsch, ne? Über das Zuschauen, für die Zuschauer. Einfach, für die Zuschauer, fürs Zuhören, Zuschauen und danke dem Publikum. Vielen Dank, das war's. Schluss, Bomba. Prost. Je bent heen.